Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier aus Stuttgart, extra für Garmin hierher gefahren? Natürlich nicht. Heute One Piece Orchester Official von Toei Animation. 25 Jahre Jubiläum. Dafür sind wir hier. Aber erstmal Garmin. Let's go. Super hochwertig, Leute. Müsst ihr mal anfassen. Hier. Mein Gott, wieso steht da so viel Text? Ey, voll cool mit der Theke hier, Mann. Cool. Schaut mal, Leute, mit Fenster. Kann man so reinschauen, was da so alles passiert. Das wäre was für Tati, Alter. Devil Ramen. Das ist wirklich extrem scharf. Bitte überlegen Sie sich noch einmal, bevor Sie bestellen. Schauen wir mal, Leute. Wir sind gespannt. Wir gehen rein. Grüncheck. Lieber noch mehr Fleisch. Noch mal Fleisch. Fleisch. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass er so viel besser ist als der andere, wo ich war. Ich bin ja hier, weil den letzten getestet habe. Dann haben voll viele kommentiert, hey, geh hierher, der ist viel besser. Und der ist gut, ja. Und genauso gut. Aber nicht viel besser. Vielleicht 0,5 besser. Wenn überhaupt. Go-To-Ramen. Vielleicht sind sie in Sachen Miso und Shoyu stark. Deswegen wurde es mir empfohlen. Noch mal einen Blick auf die Brühe, Leute. Sehr salzig und umami lastig. Ist das scharf? Gut, ist lecker, aber ich werde die nicht aufschneiden. Wie
tatsächlich. Okay Leute, ich habe gesagt, ich trinke die Brühe nicht aus. Und dann bin ich voll in den Film gekommen. War so schmackhaft, ich wollte sie doch austrinken. Hatte sie fast fertig getrunken. Hätte noch für die Kamera den, meinen Shot gedreht. Dreh mich kurz zu meinem Laptop. Da wird meine Schüssel weggeräumt. Also tut so, als hätte ich es ausgetrunken und tut so, als hätte ich diesen Shot gemacht. Auf zur Unterkunft. Ja, war lecker. Alles original Japaner. Rippchen sahen geil aus, aber hatte ich nicht. Aber wer auch immer von den Leuten, die mir empfohlen haben, der ist so viel besser. Die sind on crack, Mann. Das sind Crackheads. Das war für mich ein Ticken schwächer. Maximal auf demselben Level. Also wenn, dann sind das die, die Miso und Shoyu Ramen feiern. Ich brauche Fleisch, Knochen, Brühen, Basis. War gut, sehr gut, aber nicht über dem anderen. Let's go. Porsche Arena, Stuttgart. Let's go, Leute. Jetzt schon, aber jetzt gleich nicht mehr. One Piece Symphonie Orchester, 25 Jahre Anime Jubiläum. Offiziell von Toei Animation, hat mich ein wenig enttäuscht. Ich hatte mir mehr erwartet, vor allem weil es offiziell ist. Ich glaube, in den meisten Städten gibt es das auch. Das nennt sich so Candlelight Orchester Anime in Concert. Da gibt es so, ich sag mal, schwarz, inoffiziell, halt coole Anime-Songs. Manchmal auch nur One Piece oder nur ein gewisses Anime. Die sind tatsächlich besser. Ich fand die Szenen zu der Musik sehr unpassend. Manchmal hat es gar nicht gepasst. Am Anfang gab es natürlich so Character Introduction von allen Strohhüten mit einem Song. Dann nochmal so die ganze Story. Und da war zum Beispiel Nico Robin und ihre Story ist mega sad. Aber die Musik war super heiter und fröhlich. Wo ich mir dachte, what the fuck. Und nach jedem Arc oder nach jedem Charakter gab es Pause. Kurz klatschen, dann ging es weiter. Nur bei Lysop und Chopper gab es keine Pause. Die haben den gleichen Song bekommen. Durchgehend. Fand ich schwach. Popcorn war extrem schlecht dort. Mein Gott, das war das schlechteste Popcorn, das ich jemals hatte. Ich hatte schon eine Menge komischer Popcorn. Wir haben mal so ein Video gedreht, wo wir alle verschiedenen Popcorn-Sorten probiert haben. Plus, am Ende gibt es ja immer noch diese Credits, die runterfahren und dann, wer da alles mitgearbeitet hat und so. Das war so schlecht gemacht. Das war so billo. Das war so billig. Das sah aus wie, als ich in der Schule damals als Kind Referat gehalten habe und dann mit PowerPoint auf Windows XP irgendwas da vorbereitet habe. Du kannst irgendeinem Inder oder Indonesier, Philippinen auf Fiverr 5 Euro geben. Der erstellt dir tausendfach besseres Endcredits-Szene. Das war so billo, wo ich mir dachte, what the fuck? Das spiegelt eigentlich die Qualität wieder von dem ganzen Ding. Klar, Orchester, alle spielen krasse Instrumente, war toll. Also nichts gegen die an sich, die haben gut gespielt, aber im Großen und Ganzen war es schon lackluster, wie man auf Englisch sagt. Hat mich nicht umgehauen. Aber ja, die Rahmen waren gut, sehr gut, aber für mich nicht die Nummer 1. Also so viele Leute haben mir den beworben und unter meinem TikTok kommentiert, hey, Earth Tokyo besser als Umami. Nein, Umami hat Umami. Umami war Sabber, läuft hier runter. Ich brauche ein Lätzchen. Earth Tokyo war sehr lecker. Das war nochmal ein Unterschied. Aber das war's von mir, Leute, aus Stuttgart. Es folgen ein paar Stuttgart-Videos. Bester Döner, bester Smashburger. Und was mir sonst noch so einfällt. Ich bin bis Sonntag hier. Immer like, subscribe, kommentieren. Check die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zeit-Kanal. Der Mean SCS Business. Und ciao.